die ganzen Jahrzehnte über, kein Tag und viele Nächte, wo ich nicht mit meinen Gedanken bei dieser Sache bin. Und ich bekomme nirgendwo Recht. Da können wir dann schon auch mal drüber sprechen. Und dann hat er einfach durchgedreht. Mhm. Und er hat ja dann, er hat mir das dann hinterher gesagt, aber er hat gesagt, sie hat sowieso nichts gemacht. Mhm. Da musste was gemacht werden. Und dann hat er das gemacht. Aber er war kein, möchte was so darstellen, ja, das ist ja klar, das war dann das Nazi und Antisemiten und also gegen den Juden. Das hatte damit eigentlich überhaupt nichts zu tun. Der war alles andere als antisemitisch. Der war überhaupt nicht rassistisch. Nein, das war einfach. Weißt du, wenn man einen Menschen lange genug tritt und demütigt und in die Ecke treibt, der brävste Hund beißt, wenn man ihn in die Ecke treibt. Und es ist ja auch im Gefängnis so, ich habe das auch so erlebt, wenn Leute, die überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, sich zu wehren, vor allem wenn einer unschuldig im Gefängnis ist, und zum Schluss, wenn sie ihm alle Möglichkeiten nehmen, sich zu wehren, immer hohnlächelnd abfahren lassen, zum Schluss richtet sich die Aggression, richtet sich gegen sich selber. Und da ist es dann so, wenn er dann Hungerstreik macht, dann sind sie noch so pervers und sagen, beschweren sich und fassen das als Aggression auf, weil er die Gefängnisleitung nötigt. Mhm. Und das arme Schwein kann nicht mehr weiter und richtet sich, bringt sich noch um im Gefängnis und das fassen sie noch als bösen, unfreundlichen Akt auf. Mhm. So pervers ist das alles. Nicht? Also um es nochmal klarzustellen, du sprichst hier von der Situation des Bären. Ja, ja, ja. War der Mörder der beiden in Erlangen? Ja, der war es. Ja. Der war es. Ja. Und da bist du auch verdächtigt worden, dass du ihn angeschlagen hast? Oder der hat das? Ja, das ist ja so. Der hat ja seinen Wohnsitz auch bei uns gehabt, oben in, aber halt oben in der letzten Etage. Und er hat am Tatort eine Brille zurückgelassen. Ja. Weißt du, wenn ich nach allem, was ich in meinem Leben überlegt habe, erlebt habe, wenn ich das alles zusammenzähle, er hat mir vorher nichts gesagt, obwohl er wusste, dass ich das nicht geduldet hätte. Er hat eine Brille genommen, die meiner Frau gehörte, wo eine Adresse von unserem Nachbarn drin stand als Hersteller. Mhm. Und er hat Fußspuren mit Damenabsätzen im Außenbereich hinterlassen. Und dann kommt er nachts zu mir und sagt, Chef, ich habe das und das gemacht. Und ich war natürlich geschockt. Das glaube ich. Ja. Und dann sage ich, und was machen Sie jetzt, wenn ich jetzt die Polizei anrufe? Ja. Und dann hat er gesagt, Sie können mich nicht anzeigen. Mhm. Doch klar. Weil dann hätte er sagen, die Spur. Hätte er sagen können, der hat mich doch geschickt. Ne? Ja, ja. Und es war auch so, er wusste auch nicht, dass ich ein Alibi habe. Er wusste nicht, dass wir Besuch bekommen. Mhm. Und wie er dann abends heimkam, war die Tür zu, da musste er hinten klopfen, hat er gesehen, hat zum Fenster reingeschaut, also hat er gesehen, dass wir ein Alibi haben. Was ich damit sagen will, ich will sagen, wenn ich das zusammenzählen würde wie ein Kriminaler, dann müsste ich sagen, er war von der anderen Fraktion. Ja. Praktisch eine Visitenkarte dort hinterlassen. Aber mein Gehirn weigert sich, das zu glauben. Mhm. Nicht? Das ist sehr schwierig, aber ich habe natürlich schon über Leute, wo ich es nicht für möglich gehalten habe, hinterher feststellen müssen, dass sie eben doch auf zwei Schultern getragen haben. Aber ich sage es nochmal, die Möglichkeit ist nicht auszuschließen, aber ich denke trotzdem, dass das ist einfach eine Verkettung von, vielleicht hat er auch etwas getrunken gehabt, das gehörte bei dem auch dazu. Ja. Und dass es ein spontaner Entschluss war. Und warum er die Brille dort mitgenommen und liegen gelassen hat, kann ich nicht beantworten. Vielleicht hat er nicht erkannt, dass da eine Adresse drin ist, sondern hat gemeint, er kann irgendwie eine Spur legen. Ich weiß es nicht. Ich wollte es auch nicht wissen. Ich wollte auch keine Einzelheiten wissen, weil ich habe gesagt, erzähl mir bloß keine Einzelheiten. Ich wollte das gar nicht wissen, weil irgendwann heißt, wieso weiß denn der das?
Und deswegen weiß ich darüber auch gar nichts. Und dann war es ja so. Aber du hast ihn dann nicht bei der Polizei gemeldet? Ich habe ihn nicht gemeldet, im Gegenteil. Ich habe ihm geholfen, in den Libanon abzutauchen. Ich habe ihm noch Geld gegeben und habe ihm geholfen, zu verschwinden. Lebt er noch? Nein, er hat sich dann selber umgebracht. Hat er sich selbst umgebracht? Er hat sich umgebracht, ja. Hätte ja sein können, dass es ein anderer getan hat. Nein, nein, den hat sie dann noch ausgegraben. Der hat sich dann wahrscheinlich aus schlechtem Gewissen oder aus Verzweiflung, was er da jetzt angerichtet hat, weil es hat ja so ausgesehen, dass ich jetzt dafür lebenslänglich büßen muss. Ja. Ne? Und was wollte ich jetzt da sagen? Ja, und das ist ja so, und auch dieser Chaussé, der reitet auch darauf herum und sagt, von dort, von mir aus nahm er die Tat ihren Ausgang, von dort setzte er sich in Marsch, ja, aus seiner Wohnung, nicht von mir. Und der hat ihn auch noch geholfen, dann zu verschwinden. Ja, ist ja richtig. Nur, ich konnte ihn nicht anzeigen und ich wollte auch das Risiko nicht haben, dass die Spur daher führt, weil du weißt nicht, was dann jemand, wenn er in der Hand der Spezialisten ist und selber in der Hoffnungslosigkeit steht. Ja. Und dann kommen die Anwälte und sagen doch, dass sie zu Werkzeug waren, dann kommen sie noch einigermaßen gut damit weg. Ich habe das oft genug erlebt, ich habe ja dann im Gefängnis auch viele Gespräche geführt. Es gibt zum Beispiel bei zwei Branchen gibt es sehr viele Fehlurteile. Das ist bei Brandstiftung und bei Vergewaltigung. Vergewaltigung brauche ich gar nichts sagen, weil da war keiner dabei, da geht es nur auf Glaubwürdigkeit. Und bei der Brandstiftung ist es so, da geht es meistens um riesige Millionensummen, Versicherungsbeträge. Und die Versicherungen, stecken sich hinter die ermittelten Beamten und werfen dann Provisionen aus. Und dann sagen die Anwälte zu dem, der den Brand gelegt hat, aus eigenen freien Stücken oder aus eigenem Interesse, oft. Ich habe solche Sachen, viele Akten gelesen auch. Sie zünden dann so eine Lagerhalle an, weil sie es ausgeraubt haben, um die Spuren zu verwischen, zünden sie dann die Bude an. Aber in den Knast kommt der Eigentümer, der gar nichts dafür kann, weil die Versicherung die Summe nicht zahlen will. Und dann kommen die Anwälte und sagen, sagen Sie doch, dass der sie angestiftet hat. Nicht so direkt, aber sie legen ihm das nahe. Wenn Sie hier eine Chance haben wollen, dann müssen Sie zugeben, dass Sie von dem angestiftet worden sind. Und solche Dinge. Und das ist mir natürlich vom Gericht auch nicht strafrechtlich angerechnet worden. Das haben die verstanden. Ja, ja, ja. Die haben gesagt, ja, und mein Anwalt hat im Prozess den Staatsanwalt gefragt, was hätten Sie denn gemacht, wenn Herr Hoffmann den angezeigt hätte? Und dann hat er gesagt, dann werden ihn sofort verhaftet. Und mein Anwalt hat gesagt, was erwarten Sie denn? In München hat er überhaupt nichts damit zu tun. War noch nicht mal anwesend, noch nicht mal seine Leute, gar nichts. Und trotzdem ist er dort als Verantwortlicher gehandelt worden, bloß weil der Junge ein paar Jahre vorher mal auf der Übung besucht hat. Was wäre denn jetzt da dabei rausgekommen? Dieses Risiko konnte mein Mann dann nicht eingehen, hat er vollkommen recht gehabt. Ja, Hans, so ja, ist es. Wir sind fast am Ende. Aber ich habe noch ein Thema, ich weiß nicht, ob es ein kleines ist. Was auch? Ich weiß nicht, ob es ein kleines Thema ist. Dann sag ich mal. Du bist verhaftet worden. Nein. Ja, Moment, in welchem Zusammenhang? Nein, im Verhandlung, später dann. Meinst du jetzt Oktoberfest, oder? Nee, vorher, in Frankfurt am Flughafen. Ja, weil es dann so war. Das war nochmal das war wegen dem Doppelmord, weil sie die Brille gefunden haben. Ach so, ja. Und dann haben sie, und dann war es ja so, sie haben dann, es wäre auch noch kein Beweis gewesen, sondern nur ein verdachterregender Umstand, aber es hat dann Deserteure gegeben im Libanon aus meiner Gruppe. Und die sind dann von den Spezialisten des Landeskriminalamtes zu belastenden Falschaussagen verleitet worden. Und da war zum Beispiel eine Aussage dabei von einem gewissen Fraß, und der hat dann behauptet, er habe im Libanon gehört, wie die Palästinenser mir einen Mordauftrag gegeben hätten. Und das waren natürlich Haftgründe. Und der ist monatelang vernommen worden,
Und er hat das immer aufrechterhalten, aber im Prozess ist er umgefallen. Mhm. Im Prozess hat er dann gesagt, nein, ich bin dazu veranlasst worden, da ist der Staatsanwalt in die Luft gegangen, hat gesagt, was, wie können Sie denn über Monate hinweg, so ungefähr, wir haben den ganzen Prozess auf diese Sache gestellt. Ja. Und hat er gesagt, ja, die haben zu mir gesagt, Herr Hoffmann, helfen Sie uns, der Hoffmann ist nicht Herr Fraß, helfen Sie uns. Der Hoffmann ist jetzt schon am Flughafen, der haut ab und wenn wir den jetzt nicht dingfest machen können, dann leben Sie als Deserteur gefährlich. Mhm. Helfen Sie uns, den ins Gefängnis zu bringen. So ist das gelaufen. Und dann haben Sie noch zwei andere gehabt, die ebenfalls auch dann, entweder Sie haben widerrufen oder Sie sind überführt worden. Wir haben einen falschen Zeugen 22 Tage im Zeugenstuhl gehabt. Mhm. Einzigen Zeugen 22 Tage, so nach dem 20. Tag ist er dann langsam aufgeweicht gewesen. Ja, ja. In einem normalen Prozess kommt so ein Zeuge rein, wirkt glaubwürdig, aber ich habe mich natürlich auch selber verteidigt und habe auch die Zeugen vernommen, weil ich ja wusste, er lügt, haben wir so lange rumgebohrt, bis er dann schließlich kaputt war. Ja, da waren ja Gründe, kann man lesen, Geldfälschung, ja. Freiheitsberaubung, ja. Waffenschmuggel. Ja, also es war so, diese ganzen Angelegenheiten im Libanon, die hätten hier überhaupt gar nicht angeklagt werden können. Ja, eben neue Daten hier drin. Weil es ja dort erlaubt war. Ja. Nicht nur erlaubt, sondern was Freiheitsberaubung war, das war militärischer Arrest. Ja, ja, ja. Und dazu war ich befugt. Ja. Und, so, wenn du die in den Arrest gesteckt hast, dann war das Freiheitsberaubung. Ja, ja, und die haben das natürlich dann, die haben sich alle als Opfer dann dargestellt, ja, auch noch. Und es war ja so, strafbar ist nur ein Straftatbestand im Ausland, erstmal nur an Deutschen, das war ja gegeben. Ja. Und nur dann, wenn es den gleichen, wenn es auch hier in Deutschland strafbar ist und dort auch strafbar ist. Und dann haben sie ein Gutachten eingeholt vom Max-Planck-Institut und die haben dann das libanesische kodifizierte Recht erörtert, da gibt es auch Freiheitsberaubung gibt es auch und Körperverletzung gibt es auch und. Ja, aber das war ja ein geteiltes Land. Wir waren ja in einem Besatzungsgebiet. Ja, ja, ja. Und auch die Palästinenser hatten ja ganz andere Statuten, es hat ja ganz anderes Recht gegolten. Und am Ende dieses Gutachten steht dann, über die tatsächlichen Rechtsverhältnisse im Libanon können wir aber nichts aussagen. Damit wäre es eigentlich zu Ende gewesen, aber war es aber nicht, weil sie es gebraucht haben. Mhm. Und es ist auch so, ich bin auch für Freiheitsberaubungen gleich ein paar Jahre verurteilt worden, wo ich überhaupt nichts dafür konnte. Also da sind zwei Deserteure gefangen genommen worden zu einem Zeitpunkt, wo ich in Deutschland war. Mhm. Und die sind von den Palästinensern in Gewahrsam gehalten worden. Ja, ja. Und da hat mein Anwalt dann gesagt, das war Freiheitsberaubung, einen besonders schweren Fall, das war gleich ein paar Monate. Mhm. Und da hat mein Anwalt gesagt, im Schlusswort, Herr Hoffmann, da brauchen wir nichts dazu sagen, schade für die Zeit. Sie haben sie nicht festgenommen, sie haben sie nicht in Gewahrsam gehalten, sie brauchten selber Passierschein, wenn sie da rein wollten. Lassen Sie den quaken, was er will, da kann man Sie nicht drauf verurteilen. Ich bin aber verurteilt worden. Und zwar mit der Begründung, man hat gesagt, zwar hat er sie nicht eingesperrt, alles richtig, er hätte aber die Kompetenzen gehabt, sie für ihre Freilassung einzusetzen. Und die hatte ich eben nicht. Und es ist auch nicht untersucht worden, ob ich das hatte, sondern es ist dabei gelassen worden. Und daraufhin bin ich verurteilt worden. Und weil du sagst, Geldfälschung, das war ja auch wieder so. Ich hätte mich sehr viel besser verteidigen können, wenn ich ein paar Jahre früher diese ganze Intrige mit dem Albrecht und dem Langemann gekannt hätte. Denn es war ja eigentlich dem Albrecht seine Angelegenheit. Und ich habe mich natürlich verleiten lassen und habe mitgemacht, weil man mir gesagt hat, ja, wir haben dort Polizeigewalt und da gibt es eine Waffenschiebergruppe und die wollen wir ködern und das wollen wir nicht mit echtem Geld machen, wenn es weg ist. Hinterher verbrennen wir das wieder. Mhm. So.
Aber ich habe natürlich dann schon vorher den Braten gerochen und habe gemerkt, dass was faul ist und habe das ganze Geld verbrannt. Und das ist erwiesen. Mhm. Ich habe es verbrannt, ich habe einen Teil sogar hier, wir haben hier einen Probedruck gemacht, das habe ich in Erbreuth im Ofen verbrannt und die Polizei hat im Kamin so ein Stück von einem, eine Ecke von einem Dollar gefunden. Mhm. Also sie haben sogar noch den Beweis dafür. Wenn ich gesagt hätte, nee, Rücktritt von der Tat, ihr könnt mal gar nichts, dann hätte ich schwer gehabt. Aber sie haben es sogar gefunden, haben das auch akzeptiert. Ich habe es wieder vernichtet. Und deswegen hätte es eigentlich straffrei sein müssen, weil es ein Rücktritt von der Tat war, mhm. bevor ich ein Auffliegen befürchten musste. Das ist entscheidend. Nicht? Aber trotzdem habe ich gleich 5 Jahre bekommen dafür. Und später habe ich dann in Stasi-Ermittlungsakten gesehen, der Albrecht ist ja dann mal über die DDR geflüchtet und ist von der Stasi vernommen worden. Und dann hat er dann damit angegeben. Und er war derjenige, der so ein Bündel Dollar abgezweigt hat, hat es vergraben und hat es später der Polizei gegeben und hat mich damit angezinkt. Also mit anderen Worten, du hast nicht die... Der hat die Beweise geliefert. Und in den Stasi-Akten steht, den Hoffmann, den habe ich dann sozusagen unschädlich gemacht, indem ich Beweismittel an die Polizei gegeben habe. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Dass ich aber die Angelegenheit des Geldfälschen finanziert habe, das habe ich den westdeutschen Polizisten natürlich nicht gesagt. Mhm. Und ich habe das alles auf mich genommen, weil ich mir gesagt habe, das ist zwar ein Idiot, aber es ist dem Palästinenser ihrer. Wenn der andere was verraten will, ist seine Sache, aber ich verrate aber grundsätzlich nichts. Ja. Und ich habe auch nicht erwartet, dass daraus so viel gemacht wird, weil ich habe gesagt, ich habe es verbrannt, das ist erwiesen, es ist nichts verteilt worden. Ja. Eigentlich kann ich darauf nicht bestraft werden. Nicht? Naja, und dann ist natürlich mehr zusammengekommen. Also Sachverhalte, zum Beispiel habe ich den Straftatbestand Strafvereitelung. Also dieser Hepp zum Beispiel, der kam ja gleich mit 4 Mann, den kannte ich vorher nicht, mhm. und hat sich dann für den Libanon engagieren lassen. Und ich wiederum, weil ich keinen Ärger haben wollte, habe ich gesagt, werdet ihr gesucht? Habt ihr irgendwas auf dem Kerbholz? Dann muss ich das wissen. Ja. Wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte man mich nicht bestrafen können. Mhm. Dann haben die gesagt, ja, wir haben noch ein Verfahren offen. Ich sage, was ist denn das? Naja, das ist halt so ein bisschen Rechtspropaganda und sowas. Ah, ne? Ja. Und dann habe ich mir gedacht, das ist Kinderkram, das interessiert mich jetzt nicht, wenn ich Soldaten im Libanon brauche. Ne? Ja. Und habe das nicht ernst genommen. Das ist dann später bei denen eingestellt worden. Aber ich habe gleich, glaube ich, ein Jahr oder sowas darauf gekriegt. Nicht? Mhm. Dann, und zwar, ich muss ja die Bestrafung vereitelt haben. Ich muss ja im Geltungsbereich unserer Gesetze etwas getan haben. Entweder sie übernachten lassen oder Geld geben oder irgendwas. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe ihnen nur einen Rat gegeben. Mhm. Gesagt, wie ihr in den Libanon kommt, ist eure Sache. Wir können das so machen, wir haben wieder eine Fähre in Jugoslawien und wenn ihr euch, wenn ihr dorthin geht, irgendwie, wie ihr das macht, ist egal, und meldet euch dort, ihr könnt dann mit der Fähre mitfahren und dann werdet ihr für die Libanon-Gruppe mit engagiert. Und das haben sie dann gemacht, die sind dann über die Schweiz selbstständig eingereist, ich hatte damit gar nichts mehr zu tun. Allein solche nichtigen Sachverhalte. So, nun sagen die Leute natürlich, ja, der Jahre hat er im Gefängnis verbracht. Warum so viel? Da muss er aber ganz hundsgemeine Dinge ausgefressen haben. Und alle denken irgendwelche Nazi-Sachen sowas ganz Hässliches. Eigentlich hätte ich gar nicht bestraft werden. Das hängt ja alles mit dem Libanon zusammen. Ja, also war der Libanon. Alles andere ist ja nicht straffällig geworden. Nein, das hängt nur mit dem Libanon zusammen. Und mein Anwalt hat aber auf Freispruch plädiert, auf der ganzen Linie. Gut, sagen wir mal, der Prozess war ja, ich war ja angeklagt als Mittäter für den Doppelmord. Ja, genau. Und der Libanon-Komplex, wie Sie gesehen haben, die Mordanklage ist ja zunächst erst einmal eingestellt worden vom Schwurgericht. Da haben die gesagt, mit so einem Blödsinn kann ich keinen Prozess führen. Da
Da haben sie die ganzen Akten dem Staatsanwalt wieder auf den Tisch gestellt. Mhm. Dann ist der in die Beschwerde. Und du kannst einen Prozess nur führen, wenn du entweder einen dringenden Tatverdacht hast oder einen hinreichenden. Beides war nicht gegeben. Mhm. Auch für den Mord nicht. Ja. Und von den Libanon-Sachverhalten, da war gar nicht die Rede. Ja. Und dann haben sie den Prozess erzwungen, haben eine andere Kammer eingesetzt. Und da heißt es dann, zwar in der Eröffnungsbeschluss heißt es, zwar reichen die Beweise nicht aus, Schluss. Es ist jedoch möglich, dass sich im Prozess ein anderes Bild ergibt, weil sie immer noch diese Zeugen hatten mit den Phrasen, ja, die waren ja noch nicht abgearbeitet. Aber das ist eigentlich ein vollkommen unjuristisches Unrecht, denn um den Prozess eröffnen zu kommen, war sie wenigstens den hinreichenden Tatverdacht, mhm, und den hatten sie nicht. Und nun fragt man sich natürlich, ich will nicht sagen, dass das Gericht unfair war. Auch dieses Gericht hat sich teilweise auch Mühe gemacht, die Wahrheit zu erforschen. Und trotzdem habe ich so viel Gefängnis bekommen. Mhm. Der Richter, der das Urteil verfasst hat, ist immer einer, der sozusagen ins Fach schreibt, einer muss das Urteil schriftlich abfassen. Der war so vorn gesessen, ganz rot im Gesicht, er war vollkommen fertig. Der war belämmerter da gesessen wie ich. Und dann fragt man sich, warum. Mhm. Und um das zu verstehen, erzähle ich dir jetzt eine kleine andere Geschichte. Dann verstehst du das. Ich war dann jahrelang eingesperrt und dann hätte ich ja einen Rechtsanspruch auf einen Drittel Strafnachlass gehabt. Ja. Und da geht das dann immer so, wenn du dich gut führst, das war bei mir der Fall, dann kriegst du erstmal eine Ausführung, da geht einer mit, wenn du schön brav wieder mit reingehst, dann kriegst du dann mal Ausgang, kurz vorher, ein paar Monate vorher, und danach wird dann die Entlassung verfügt. Ja. Ich kriegte aber keine Ausführung und keinen Ausgang. Mhm. Und dann wusste ich, dass sie mir das Dritte nicht geben wollen. Und dann war es so, dann musste eine Vollstreckungskammer in Bayreuth darüber entscheiden, ein Richter musste entscheiden, ob ich das verfüge, ob ich das Drittel kriege oder nicht. Und die Staatsanwaltschaft hatte schon klargestellt, dass sie gegen meine Entlassung ist. Mhm. Also wussten wir, dass die vehement dagegen sein werde. Und dann hat der Richter zu mir gesagt, Herr Hoffmann, wenn ich jetzt verfüge, dass sie ausgelassen werden, dann haben sie ja auch nichts davon. Dann habe ich gesagt, Herr Richter, um Gottes Willen, tun Sie mir das nicht an. Verfügen Sie bitte, dass ich im Gefängnis bleiben muss. Verstehst du das? Ja, also, was? Ich beginne zu verstehen, nämlich, dass du unter Umständen draußen Probleme gehabt hättest, größere. Nein, es ist ganz einfach so. Wenn er verfügt hätte, dass ich freigelassen werde, wäre die Staatsanwaltschaft in die Beschwerde. Ja. Dann hätte sie den Beschwerdeweg lange hinauszögern können. Mhm. Endlos. Und ich wäre drin geblieben. So konnte ich in die Beschwerde gehen, ja, und in Haftsachen muss sofort entschieden werden. Ja. Aber du hast keine Anrede bekommen. Wir müssen jetzt aber einen Cut machen und dann müssen wir dann da nochmal.